Hallo Notebook-Freunde, heute habe ich eine neue Marke für euch und zwar Link Plus oder Link Plus. Nun, die stellen bzw. die verkaufen Notebooks und zwar auf Amazon. Das heißt, dieses Gerät hier hat eine Querztastatur, also eine deutschsprachige. Den muss man nicht umlabeln. Es ist ein 14 Zoller und wurde mir übrigens gestellt. Wisst ihr schon mal Bescheid. Wir schauen uns das heute ein bisschen an und mit ein bisschen meine ich natürlich wie immer ausführlich. Und zwar direkt nach dem Intro. Viel Spaß. So, damit ihr eine kleine Vorstellung davon habt, worum es hier genau geht. Es ist ein 14 Zoll Notebook. In der Regel stelle ich ja immer diese 13,3 Zoll Geräte vor, weil das sind einfach die, die es am meisten gibt in dem Preisbereich. Preisbereich hier im Übrigen 280 Euro. Und das kommt dann allerdings nicht aus China. Es versandt durch Amazon und also, was steht hier? Kostenlose Lieferung. Morgen, wenn ich innerhalb von 4 Stunden bestelle. Ich frage mich mal, wie Amazon das hinbekommt, das wirklich so extrem schnell zu liefern. Aber darum soll es natürlich nicht gehen. Es geht um das Notebook hier. Es ist ein 14 Zoller. Natürlich LCD, IPS, Full HD. Als SoC kommt der Intel Celeron N3350 zum Einsatz. Das ist, glaube ich, die Apollo Lake Serie. Wir haben 4 GB Arbeitsspeicher, 32 GB eMMC Festspeicher und der lässt sich durch eine M2 SSD erweitern. Das habe ich auch gemacht. Und wir haben eben eine deutschsprachige, beziehungsweise haben eine deutsche Tastatur. Das Notebook selber ist natürlich auch deutschsprachig durch Windows 10. Windows 10 ist ja multilingual. Aber ihr wisst ja, das Problem ist in der Regel, dass man sich die Tastatur dann auf Deutsch umstellen kann. Aber danach muss man die sich noch umlabeln. Und in der Regel fällt dann auch spitze Klammer auf und spitze Klammer zu. Ansonsten haben wir noch 2,4 und 5 GHz Dual Wi-Fi. Und einen Akku. Leider steht jetzt hier die Kapazität nicht da. Aber eigentlich ist das auch im Großen und Ganzen nicht so wichtig, denn den Akku habe ich ja ausgetestet. Und am Ende zählt ja nur das. Zu dem kommen wir dann aber erst später. Jetzt schauen wir uns das Notebook erstmal an. Es ist komplett aus Metall. Also zumindest das Gehäuse aus Metall. Das Display beispielsweise ist nicht aus Metall. Das ist, glaube ich, Flüssigkristall. Hier wurde das Logo eingebrannt, reingestanzt, gehämmert, gemeißelt, aus einem Stück gefeilt. Link Plus. Ist ganz vernünftig gemacht. Eigentlich ist die gesamte Verarbeitung auch ganz vernünftig gemacht. Auch die untere Seite ist aus Metall. 4 Füße, wie wir uns gewohnt sind. Und das ist der Schacht für die M2 SSD. Steht sogar drauf. Und da habe ich eine reingebastelt. Und zwar eine 128 GB SSD. Genau. Eine M2 SSD habe ich ja reingebaut. Denn ich finde die zweiten, das werdet ihr vermutlich auch finden, die 32 GB sind ein bisschen knapp. Das habe ich den Verkäufer auch schon geschrieben, dass die darüber nachdenken sollen, zumindest eine 64 GB Version anzubieten, weil ich weiß nicht, Windows 10 wird es mit der Zeit immer mehr aufblasen und da könnte das irgendwann mal in Zukunft vielleicht ein Problem werden. Gut, wer sich auskennt, weiß, das kann man dann auch vieles auf die M2 SSD auslagern, aber das muss man ja nicht haben. Der Verkäufer bietet im Übrigen meistens eigentlich Marken-Notebooks an. Der Verkäufer heißt richtig Link Plus, aber die haben alles mögliche im Angebot. Also viele Marken-Notebooks und jetzt hier halt eben auch was Eigenes. Und wie gesagt, ist 14 Zoll, also ein bisschen größer als was ich sonst nur in der Regel vorstelle, aber insgesamt noch recht kompakt, weil 14 Zoll ist ja nur die Diagonale des Displays. Und dann kommst du noch auf die Displayränder drauf an, wie groß das Notebook dann insgesamt wird. Auf der rechten Seite finden wir noch den Netzanschluss. Das Netzteil ist dabei und ist natürlich für deutsche Steckdosen geeignet. Dann haben wir 3,5 mm Klinkenanschluss, USB, MicroSD-Kartenschacht. Auf der linken Seite haben wir nochmal USB, HDMI-Out und USB-C. Also von den Anschlüssen eigentlich so ziemlich alles, was man braucht. USB, Klinke, HDMI und USB-C. Das ist wirklich vernünftig von der Ausstattung her und also von der Verarbeitung definitiv auch. Und auch von den haptischen Daten, also vom Gewicht, ist es wirklich schön leicht. Und seht mal, wie schlank das ist. Es ist sehr schlank. Also es wurde ja definitiv sehr, sehr viel Wert auf die Haptik gelegt. Das habe ich schon gemerkt. Also kein Plastikbomber, sondern ganz vernünftig gemacht. So, die Power-On-Taste findet sich auch hier wieder in der Tastatur, und zwar rechts oben. Und das ist, was ich meine. Hier Z und Y ist genau da und auch die Umlaute sind am Start. Und da sehen wir nämlich spitze Klammer. Ich weiß nicht, warum das bei den China-Notebooks dann nicht zu finden ist. Hier ist einfach fxnc gelegt. Aber keine Ahnung. Manchmal ist das bei China-Notebooks dann auch noch möglich, meistens aber nicht. Aber gut, das kann man sich aus dem Netz kopieren. Das ist auch nicht so das Drama. Die Zeichen braucht man recht selten. Das Touchpad ist für die Größe des Notebooks großzügig dimensioniert. Habe ich auch getestet und ist ziemlich direkt. Und toucht sich auch gut und ist gut verarbeitet. Da kann man eigentlich sich groß und ganz nicht darüber beschweren. Vor allem hier, das habe ich auch noch nicht so gehabt, ja, ist eine Taste in der Tastatur integriert, womit man das Touchpad deaktivieren kann. Das geht manchmal auch über die FN-Tasten und dann über die F-Tasten in der Doppelbelegung. Aber dass hier direkt eine Tastatur, oh Quatsch, dass hier direkt eine Taste in der Tastatur dafür integriert ist, hatte ich so noch nicht. Also kann man einmal betätigen und dann ist eben die Maus gesperrt. Das ist praktisch, wenn man schreibt, dass man nicht ständig mit der Maus dann die Position des Cursors ändert. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Touchpad kannst du ganz gut machen. Du schützt hier natürlich auch wieder Gesten, wie mit 2 Fingern scrollen oder Vergrößerungs-, Verkleinerungsgesten. Einmal tippen ist natürlich Linksklick. Mit 2 Fingern tippen ist Rechtsklick. Gibt es aber dann auch adäquat mechanisch. Klick
und klick. Das ist alles kein Problem. Die Tastatur genau das gleiche. Die ist auch gut gemacht, muss ich sagen. Lässt richtig gut tippen. Die Tasten bleiben nicht hängen. Die sind, okay, jetzt tippe ich gerade irgendeinen Blödsinn, das System läuft schon. Die haben auch einen guten Hub, also sind nicht ganz so flach. Natürlich nicht vergleichbar mit einer mechanischen Tastatur, aber ich bin zufrieden mit der. Lässt sich gut tippen für Office hier. Ganz gut geeignet und eben korrekt beschriftet. Ich dachte ja auch, unabhängig davon, dass es mir gestellt wurde, auch sowas mal vorzustellen, weil ich würde mal vermuten, dass viele denen das schon zu viel ist, wenn die englische Tastatur sehen, sagen, nee, ich will da was Konfliktfreies lieber haben. Wir haben natürlich eben die erwähnte Doppelbelegung hier der F-Tasten, die man dann über FN aktivieren kann, von laut leise über das Mail-Programm zum Beispiel, den Web-Browser. Und so weiter. Vermissen tue ich hier erstmal auf den ersten Blick auch keine Tasten, scheint soweit vollständig zu sein. Und wenn ich die Kamera dann mal etwas neu positioniere, dann sehen wir jetzt das Display dank IPS. Blickwinkel stabil. Das will ich inzwischen wirklich haben. Also auch so ein Notebook kostet bloß 170 € oder so, das sieht das noch klar. Aber das ist ein IPS-Panel, das heißt, die haben hier eine vernünftige Blickwinkelstabilität. Und wie wir sehen, Full HD Plus auf die Display-Diagonale geht auch voll klar. Das heißt, die haben hier ein schön scharfes Bild. Das ist ein guter Standard hier, das Display, definitiv. Ich zeig's auch nochmal hier vom anderen Winkel. Dann können wir das dann schön sehen. Ja, passt. Noch wegen der Haptik, das Gewicht, 1,3 Kilo. Auf die Größe. Das ist echt vernünftig. Also ist auch schön leicht. Wie ich schon erwähnt hatte, also hier wird auf jeden Fall viel eben auf die Verarbeitung, auf die Haptik Wert gelegt, dass man hier erstmal ein modernes Notebook bekommt. Und jetzt kommen wir mal zum SoC. Und zwar PC-Mark. Machen wir als erstes PC-Mark auf und schauen mal, was wir hier für ein Ergebnis haben. 1061 Punkte. Bei PC-Mark. Ich überlege, ich hab Geekbench auch durchlaufen lassen. Den offensichtlich vergessen zu screenshotten. Hier nochmal kurz gezeigt. Also hier mein eMMC-Speicher. Da habe ich jetzt noch 13,3 GB frei von 28,3. Da kann man nicht keine großen Sprünge machen. Das reicht halt, um Office zu installieren noch und Dokumente zu schreiben. Aber ich mache immer ein bisschen mehr. Ich brauche meine ganzen Programme. PC-Mark ist zum Beispiel riesig. Und deshalb habe ich hier ohne große Diskussion gleich noch eine M2-SSD verbaut. Die ist ja auch flott. Und jetzt habe ich wieder genügend Speicherplatz. Und jetzt passt das definitiv. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist Geekbench? Ich habe Geekbench durchlaufen lassen. Das will ich jetzt auch auf jeden Fall mit dem Standardprogramm mit reinnehmen. Geekbench muss dabei sein. Und hier sehen wir nochmal ein paar technische Daten. Speicher, N3350. Das ist gegenüber dem N3450, ist das, ja, ein Prozessor natürlich, ist das hier ein Dual-Core und kein Quad-Core. Ist aber, also wieder 3450, ist Apollo Lake, wie ich das vermutet hatte, hier noch mit der Sockel. Sockel 1296, FCBGA, schön, wieder was Neues gelernt. Aber die Frage ist, ist mein Benchmark noch da? Jetzt habe ich einfach Geekbench mal durchlaufen lassen. Und da hätten wir 1312 Punkte im Single-Core und 2420 im Multicore-Test. Multicore-Test ist hier natürlich ein bisschen schwächer ausgefallen im Vergleich zum N3450 beispielsweise, weil das hier eben mein Dual-Core ist. Während der Single-Core, der, ich habe es mal verglichen mit dem 3450, der ist ja nahezu gleich. Der passt auf jeden Fall. Oh, da ist ja mein anderes Ergebnis. Ein Browser war der offen. Aha. Da können wir das ja schon mal vergleichen. Krass, der hat hier knapp über 70 Punkte weniger im Single-Core bekommen. Im ersten Durchlauf hatte ich 1400 Punkte. War vielleicht der CPU, ist vielleicht im Hintergrund jetzt so ein bisschen belastet. 2,4 hatten wir dann aktuell und das ist gleich geblieben, der Multicore-Test. Ja, da war jetzt einer der Kerne ein bisschen beschäftigt gewesen, den er da getestet hat. Schön, da habt ihr die Ergebnisse jetzt gesehen. Browser müssen wir ja nicht schließen, den können wir ja noch, können wir noch ein bisschen Internet surfen später. Erstmal schauen wir noch bei Crystal Disk Mark vorbei. Das habe ich gescreenshottet und hätten wir hier die Lese- und Schreibwerte des internen Speichers, in dem Falle der eMMC. Und da sehen wir hier, ja, halt die Werte. Ich könnte euch jetzt durchlesen. Ich könnte auch reinzoomen, ja, mit dem Touchpad. Mal, wie schön das geht. Wie weit konnte man eigentlich rein? Ah, hier ist Schluss. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Double Tap, wieder zurück. Und wir schließen das Ganze mal. Office. Hier sind die Installationsdateien. Ah ja, direkt runter. Starten wir mal Office. Ja, ihr seht auf den Rechner, ja, gerade das gestartet ist. Also jetzt, ja, aus der Kalten könnte man sagen. Und das ging soweit ganz vernünftig. Starten wir mal ein Textdokument. Im Übrigen, man sollte sich vorher dessen im Klaren sein, wie viele Dateien man kopieren möchte. Auf den internen Speicher. Ich habe natürlich erstmal League of Legends kopiert, so dachte, ah ja, es passt, nebenbei noch Steam installiert und da auch noch Games runtergeladen und plötzlich war die Platte wirklich komplett voll, also auf Null runter. Das ist ein bisschen übertrieben und dann wollte der noch Dateien auslagern, keine Ahnung, irgendwann hat es dann rumgelaggt. Der wollte ja dann überall an die Programme noch nach mehr Speicherplatz geschrien oder der lädt dann Updates runter von Microsoft, der fragt er ja auch nichts, macht er einfach. Also immer schön ein bisschen Platz halten und zur Not, wenn man weiß, man möchte ja auch mal ein bisschen was zocken, irgendwelche älteren Spiele, ist ja klar, dann sollte man sich da ein MM2 SSD zulegen. So sieht's aus.
kann schreiben, weil ich ein Notebook bin. Das geht gut. Leckfrei. Und jetzt kann man es dann halt speichern oder formatieren. Nee, das und nein. Ja, das geht recht flott. Also passt schon so für Office-Anwendungen. Was kann man noch machen? Mal hier Excel noch starten. Und könnt ihr jetzt auch eure Tabellen vollpacken. Es gibt nochmal so kleinere Lags, aber im Großen und Ganzen geht das hier schon gut von der Hand. Und auch verwerfen. Kann man noch irgendwas starten? Und was nimmt man noch so? Eine Präsentation. Präsentieren wir noch irgendwas? Überflüssiges? Na jetzt. Ach ja, jetzt kommt hier dieser Assistent. Die Vorlagen, bla, und fertigstellen. Wunderbar. Na jetzt können wir präsentieren. Präsentieren, bis der Arzt kommt. Aber, das war, ach, sind die Kameras im Übrigen auch dabei. Das habe ich vorhin vielleicht auch noch vergessen zu erwähnen. Bei Amazon sind die Specs-Cheats meistens nicht so detailgetreu wie zum Beispiel bei Gearbest oder so. Aber egal. Das ist schon jemand auf hohem Niveau. Firefox können wir auch mal starten. Ich benutze nur den Firefox. Den Edge benutze ich eigentlich nicht. So, da wären wir auch schon drin. Und als Standardbrowser, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen stattdessen mal zu youtube.de. Schöner Schreibfehler. In welchem Netz bin ich denn eigentlich drin? Ich bin im 5 GHz Netz. Da habe ich doch eine fantastische Idee. Erstmal sind wir jetzt hier auf YouTube und so schauen wir noch den besten Kanal der Welt. So, also ihr seht, die Geschwindigkeit ist schon ganz okay, reicht für so alt. Hier ist eine Katzenpfote. Dies muss irgendwie aufs Display gelatscht sein. Jetzt schauen wir mal Einstellungen. Ja, hat er schon 1080p eingestellt. So stelle ich mir das auch vor. Full HD auf 14 Zoll, das geht schon voll klar. Das ist ein ziemlich klares Bild. 92.604 Punkte hier im aktuellen AnTuTu. Und das ist wirklich ein sehr guter Wert in dem Preisbereich. Und sagt uns auf jeden Fall, dass es für Android 8 und wenn es denn kommen sollte, auch für Android 9 absolut reicht. Also offensichtlich ist das Notebook in der Lage, hier fantastische Smartphone-Reviews vernünftig darzustellen. Und die Lautsprecher, die machen ja auch einen vernünftigen Job. Habt ihr ja gerade gehört. Ich habe auch voller Lautstärke, aber die verzerren nicht. Was ja gerade über Sprache, bei tiefer Sprache auch gerne mal passiert. Ah genau, mein Retro-Review von Android 1.6, das Teil habe ich glaube ich immer noch da, dieses Ikin M001. Ach, das waren noch Zeiten. Also YouTube, geht auch. Nochmal kurz gezeigt und das können wir uns noch anschauen. Ich habe mal noch League of Legends gestartet. Ich ging Weiger. Ein leichter Bot. Kampf der Titanen, könnte man sagen. Und sagen, ja, das Schlachtfeld geladen wird, könnte ich noch was über den Akku erzählen. Also genauer gesagt, über die Akkulaufzeit. Wie gesagt, das ist ja das, was uns am ehesten interessiert. Jetzt blättere ich hier mein kleines Büchlein. Ich benutze natürlich bei Notebooks mal einen anderen Test. Ganz simpel. YouTube. 50% maximal ist per Helligkeit. Kein Ton. Ansonsten WLAN logischerweise an, weil sonst könnte der ja das Video nicht laden. Und da habe ich eine Laufzeit von 4,8 Stunden. Rund 5 Stunden. Das ist okay. Und jetzt muss ich hier mit dem Touchpad wie klarkommen. Also natürlich ist es sinnvoller, wenn man vorhat zu spielen, sich da noch eine Maus anzuschließen. Ich habe ja meine USB-Maus in der Regel, die ich dann einfach dran mache. Dann ist das kabellos alles kein Problem. So einen kleinen Doggle dann, USB-Slot und schon könnte dann halt auch vernünftig in der Schule zocken oder während der Vorlesung. Ich hatte jetzt im Menü so meine Hänger gehabt, was natürlich daran lag, dass er jetzt erstmal noch alles geupdatet hat. Und da müht er sich dann immer ab. Aber ich muss sagen, jetzt hier läuft es doch recht vernünftig. Ich habe einen Ping von 36 und ich habe im Moment fast 50 FPS. Das ist eigentlich anstrengend so zu spielen. Es ist eigentlich besser als erwartet, muss ich sagen. Also die Multicore-Leistung war ja nicht so gut. Aber es ist ja hier dann natürlich die Grafikkarte vor allem gefragt. Mal gucken, ob ich Weiger hier einfach rechtsklicken kann. Stirb, Weiger. Oh, der macht mich voll fertig. Rechtsklick, mit Rechtsklick laufen. Ich wäre im Einhorn Tower gelaufen. Es läuft besser als erwartet, muss ich sagen. Es läuft echt gut. So, jetzt habe ich noch, jetzt sind ein paar Minions da. Weiger ist am Start. Jetzt gehen die Frames auf 30 runter. Und ich habe immer noch einen 55er Ping. Ist natürlich eher von meiner Leitung abhängig, ist ja klar. Aber auch vom Netzwerkadapter. Den testen wir auch gleich noch aus. Aber zumindest so, was die Grafik angeht, also die Belastung in dem Falle der GPU, läuft hier erstaunlich gut. Habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wird dann hier richtig übel. Ihr seht, wenn ich jetzt so viel Multitasking mache im Hintergrund, baut jetzt hier League of Legends noch mein Ergebnis auf. Genau.
Und dann schließlich noch Edge und was weiß ich nicht alles. Ja, da geht doch schnell in die Knie. Jetzt starten wir mal noch zusätzlich mal noch einen Firefox. Wir gehen sonst dreckig. Also deshalb war ich jetzt ein bisschen überrascht, weil das Interface immer so ein bisschen laggy ist von League of Legends. Und das Game selber lief dann aber erstaunlich gut. Standardbrowser machen wir nicht. Und speedtest.net. Wunderbar. Wir sind natürlich mit einem einverstanden, was uns hier angeboten wird. Also, ein 5 GHz Netzwerk, der Router steht wie immer weiter weg, da sind 4 Wände an Dämpfung dazwischen. Wir sehen hier auch, es fehlt schon ein, 2 sogar, Balken, wir fangen 3 sogar. Und ich habe 47,67 Downstream von 50, also beinahe 100%. Upload ist eigentlich erstaunlich gering, ich habe plus 5 Megabit, einer fehlt. Im Großen und Ganzen also ein sehr gutes Ergebnis. Und jetzt testen wir das Ganze noch, ein 2,4 GHz Netzwerk. Und da habe ich hier schon einen Downstream-Wert von 9,3 Ping und 40 Millisekunden. 9,3, also für ein Smartphone wäre es eher schlecht, aber bei Notebooks habe ich aus Gründen auch immer schlechtere Netzwerkergebnisse. Ich weiß nicht genau warum. Daher ist 9,3 für ein Notebook immer noch so weit okay. Und ich denke, damit haben wir die wichtigsten Sachen getestet und erläutert. Und als Fazit kann ich nur sagen, es ist definitiv ein Office-Notebook, definitiv. Also für Studenten, für Azubis, von mir aus natürlich auch für Multimedia, aber nur im Sinne von Netflix gucken, Amazon Prime gucken oder YouTube gucken. Aber für Zocken würde ich es dann überhaupt auch für intensiveres Multitasking, zum Beispiel, dass man sagt, man surft nebenbei, recherchiert irgendwas und dann bearbeitet man mit Adobe, Photoshop, CS, was weiß ich, irgendein Bild ein großes oder macht Videoschnitt oder so. Da hört es dann auf, denn das ist hier ein Dual-Core, ist zwar aus der Apollo Lake Serie, aber eben, naja, ist halt ein Zweikerner. Als Fazit kann ich so sagen, also als Kritik, ich hätte den 3450, hätte ich eher gesehen, lieber gesehen, als den 3350, weil da läuft einfach alles noch ein bisschen runter. Den internen Speicher, da hätte ich auch lieber 64 GB. Ich muss sagen, von der Geschwindigkeit her, also zum Beispiel beim Booten, das geht immer noch ziemlich flott, auch wenn es in Anführungsstrichen nur eMMC-Speicher ist. Bei den M2s, da kann man ja auch mal nicht sagen, pauschal, es ist eine M2-SSD drin, die muss super sein. Es gibt auch sehr schlechte. Und gibt es auch schwarze Schafe, schwarze SSDs praktisch. Aber ich finde, von der Geschwindigkeit her geht das schon klar. Nur die Kapazität finde ich 64 GB besser. Jetzt im Moment habe ich noch genügend Platz, davon abgesehen. Aber man weiß ja auch nicht so genau, wie sich Windows 10 nächsten Jahr noch aufblähen wird. Durch Updates und so. Ansonsten muss ich sagen, die Verarbeitungsqualität ist echt gut. Also wirklich, wie sich schon anfasst. Wir haben vernünftige Display-Ränder. Die Tastatur tippt sich super und das Touchpad ist auch wunderbar. Schön direkt. Fässt sich auch gut an. Die Gesten funktionieren, so wie ich das mag. Also zumindest die ich rausgefunden habe. Die sind ja meistens nicht standardisiert. Das Display ist wunderbar. Es ist eine solide Angelegenheit, nämlich 14 Zoll Full HD, 16:9. So passt das von der Auflösung her. Und IPS natürlich, also Blickwinkel stabil ist es ja ebenfalls. Direkt als Importware könnte man noch mehr aus dem Preis rausschlagen. Für ein Amazon-Angebot finde ich es aber ganz vernünftig. Alles hat ja immer für und wieder. Ich verlinke euch das Angebot in der Videobeschreibung. Habe euch jetzt ja eigentlich so ziemlich alles Wichtige, denke ich mal, gezeigt. Und dann kann jeder für sich selbst entscheiden. Da mir das Gerät auch gestellt wurde, halte ich mich da mit Empfehlungen ja immer so ein bisschen zurück. Wie gesagt, wir belassen es einfach dabei. Ich habe es euch jetzt gezeigt. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch ja noch mit beschäftigen. Ich danke natürlich Linkplus für die Bereitstellung, davon abgesehen. Als nächstes gibt es das Review vom Xiaomi Mi Play. Ich hoffe, da seid ihr wieder dabei, denn es ist auch ein wirklich interessantes Angebot und ein Gerät, was irgendwie nicht so im Fokus ist. Auch bei mir war es das irgendwie nicht gewesen. Ich habe das eher verlost, als ich das getestet habe, weil, keine Ahnung, ich hatte es irgendwie nicht so klar. Es ist sehr unauffällig, sagen wir mal so. Dabei ist es eigentlich ein recht interessantes Gerät. Könnt ihr euch selbst davon überzeugen im nächsten Video. Das kommt dann vermutlich aber erst morgen. Wenn ihr bis dahin Langeweile habt, dann auf jeden Fall auf moschus.de, denn auf meiner Website habe ich neue Angebote veröffentlicht bzw. kleinere Artikel dazu geschrieben und da habe ich echt ein paar sehr interessante Sachen gefunden. Ich habe jetzt auch von diesen Apple EarPods, diese billigen Kopien, habe ich nochmal einen Satz bekommen. Weiß ich leider nicht genau, wann ich dazu komme, aber finde ich auch mega interessant, zumal die ohne Mist einen original Lightning-Anschluss haben. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Damit mal jeder weiß halt, welche Kopfhörer gemeint sind, nur eben, dass die bloß 18 Euro kosten. Ihr könnt euch im Forum anmelden, da könnt ihr euch bei meinen nächsten Gewinnspielen, könnt ihr euch da eintragen, dass ihr da dabei seid. Die veröffentliche ich, denke ich mal, diese Woche noch. Ist ein Gigaset GS280 und es ist ein Tablet. Da könnt ihr noch mitmachen, da könnt ihr noch gewinnen. Oder ihr diskutiert einfach im Forum miteinander. Oder ihr besucht meinen Zweitkanal, da habe ich auch, glaube ich, letzte Woche noch ein Video veröffentlicht. Da gibt es auch wieder ein bisschen was zu sehen. Wie ihr seht, Unterhaltung gibt es hier auf jeden Fall mehr als genügend. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao.